Die Grimsel. Einzigartiges Naturgebiet. Zentrale Nord-Süd-Verbindung. Wichtiger Energieträger durch Wasserkraft. Und eine Chance für einen verantwortungsvollen Infrastrukturausbau. Zwei Drittel des Schweizer Höchstspannungsnetzes sind 50 Jahre alt oder älter. Doch die Anforderungen an das Stromnetz steigen kontinuierlich. Das Netz muss dringend modernisiert, Engpässe müssen beseitigt werden. Auch die Linie, die über die Grimsel führt, muss ausgebaut werden. Die nationale Netzgesellschaft Swissgrid prüft bei solchen Projekten stets die mögliche Mitbenutzung anderer Infrastrukturen. Und hier ergibt sich eine Chance, denn seit Beginn des alpenüberquerenden Schienenverkehrs ist eine Nord-Süd-Verbindung über die Grimsel ins Wallis ein Thema. Seit einigen Jahren konkretisiert sich die Vision einer Grimselbahn zwischen Meiringen und Oberwald immer mehr. Das Kernstück der neuen Bahnstrecke wäre ein gut 22 Kilometer langer Tunnel von Innertkirchen über Guttannen und Handeck. Auch die Stromleitung könnte durch diesen Tunnel geführt werden. Die Chance einer gemeinsamen Lösung mit vielen Vorteilen. Der durchgehend solide Fels erlaubt einen einfachen, risikoarmen Bau des Tunnels. Stromtrasse und Bahnverkehr beeinträchtigen sich nicht. Das ermöglicht deutlich niedrigere Gesamtkosten verglichen mit den Kosten von zwei separaten Tunneln. Im Gegensatz zur im Winter gesperrten Passstraße ermöglicht der Tunnel eine ganzjährige Verbindung zwischen Meiringen und Oberwald, wofür eine hohe Nachfrage ermittelt wurde. Die Freileitung im Schutzgebiet Grimselpass kann abgebaut werden. 22 Kilometer Leitung und 121 Strommasten fallen weg. Strommasten an durch Lawinen oder Erosion gefährdeten Standorten werden überflüssig. Betrieb und Unterhalt der Leitung werden sicherer. Damit steigt die Stromversorgungssicherheit der Schweiz. Der Grimseltunnel schließt die Lücke zwischen den Schmalspurnetzen des Alpen-Nord- und des Alpen-Süd-Kamms. Neben der Basiserschließung zwischen dem Berner Oberland und dem Goms ermöglicht er attraktive Verbindungen von Luzern und Montreux nach Zermatt oder St. Moritz und gibt damit wichtige Impulse für Bevölkerung und Wirtschaft. Gleichzeitig erhält die Schweiz eines der größten zusammenhängenden Schmalspurbahnnetze der Welt. Vieles spricht für einen Bahntunnel durch die Grimsel. Der Tunnel wäre gleichzeitig ein Schlüsselelement für das strategische Stromnetz, das die Schweiz bis 2025 braucht. Wie diese Chance einer gemeinsamen Lösung zu packen ist, prüfen Swissgrid und die Grimselbahn AG in der Gesellschaft Grimseltunnel.